Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Minecraft Plugin Programmierung und heute zeige ich euch, wie ihr euren Minecraft Testserver mit eurem Plugin direkt aus IntelliJ raus starten könnt und somit euren Bildprozess super vereinfachen könnt. Viel Spaß! So, wir beginnen damit, dass wir hier unseren Server hatten, den haben wir in der ersten Folge erstellt und da gehen wir mal rein und löschen aus dem Plugins-Ordner erstmal unser Plugin raus. Denn das wollen wir jetzt erstmal hier nicht mehr drin haben, das bauen wir gleich neu. So, diesen ganzen Server ziehen wir jetzt in unser Arbeitsverzeichnis rein, also in unser IntelliJ-Projekt quasi. Nehme ich hier einfach und verschiebe ihn hier rein. Den nenne ich jetzt hier um, einfach in Server, damit das einfacher zu handhaben ist. So, der liegt auf derselben Höhe wie der Source-Ordner und der Target-Ordner. Dann können wir jetzt in IntelliJ gehen, dann seht ihr hier auch hier gleich, er poppt auf. Hier ist jetzt euer Server drin. Jetzt wollen wir den als erstes mal hinzufügen. Wir gehen hier oben auf unsere 6 Punkte unter Artifacts, drücken Plus, Jar, Empty. Das können wir jetzt benennen in Java-File oder so. Jar-File. So, das ist unser Jar-File, beziehungsweise wir nennen es einfach mal Tutorial-Plugin. So wird eure Jar später heißen. Und hier habt ihr dann das Output Directory, wo ihr es hinlegt. Und das legen wir jetzt genau auf unseren Server-Ordner und deinen Plugins. Das heißt, unser Output-Ordner ist dann hier im Server der Plugins-Ordner direkt in IntelliJ, in eurem Projekt drinnen. So, was jetzt noch ganz wichtig ist, ihr müsst hier von rechts von Available Elements das aufklappen und diesen Compile-Output hier einmal reinziehen und dann auf Apply drücken. Okay, so, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Jetzt müssen wir eine Run-Configuration hinzufügen. Das heißt, hier oben, wo Add-Configuration steht, klicken wir jetzt drauf, klicken auf Plus, suchen jetzt hier Jar-Application. Jetzt haben wir eine neue Jar-Application erstellt. Die nennen wir auch wieder einfach Tutorial. Ups. Oder Server. Denn das ist jetzt dann unser Server. Hier bei Path-to-Jar wählen wir unsere Paper-Jar aus, die wir im ersten Video erzeugt haben bzw. runtergeladen haben. In unserem Serverordner. Als Working Directory wählen wir auch unseren Serverordner aus. So sollte es dann aussehen. Bei Program Arguments schreiben wir noch NoGUI dazu, damit da nicht diese komische GUI startet. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen jetzt noch, wenn wir den Server starten, dass er uns automatisch unser Artifact baut und eben da hinzufügt. Und das machen wir hier mit Before Launch. Klicken wir jetzt auf Plus, geben ein Artifact. Build Artifacts und das Tutorial Plugin. Okay, und das müsste es gewesen sein. Jetzt klicken wir Apply. Okay, klicken hier auf Starten. Jetzt dauert das kurz und dann startet unser Server. Und ihr könnt euch daran erinnern, wir haben die Tutorial Jar rausgelöscht aus dem Ordner und bam, da ist sie. Wir können jetzt auch hier drin gucken. Hier ist sie drin, TutorialPlugin.jar. Und wenn wir uns jetzt auf den Server verbinden, wenn wir jetzt Slash Heal machen, sehen wir, das Plugin ist auch wirklich drauf. Das heißt, es wurde auch auf jeden Fall neu jetzt hinzugefügt. Der Server wurde gestartet. Wir können hier einfach dann wieder stoppen. Ja, und wir können hier jetzt auch alles verändern. Also wir können jetzt zum Beispiel mal den Präfix ändern in Tutorial neu. Einmal speichern, wieder ausführen. Dauert kurz. Server startet. Und bam, jetzt steht hier Tutorial neu, Plugin geladen. Unser Präfix, den wir gerade eben verändert haben. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall auch, der nimmt dann immer das neueste Plugin, baut uns das und fügt uns das in den Testserver ein, der direkt gestartet ist. So, und jetzt mal einfach so kurz allgemein. Das würde ich euch an sich für jedes Plugin einzeln empfehlen, dass ihr immer einen kleinen Testserver habt, auf dem ihr das testen könnt, wo dann alle eure Artifacts reingezogen werden. Einfach damit ihr wirklich auf einem cleanen System testen könnt, ob euer Plugin funktioniert. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, was die nächsten Schritte sind. Ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht, was wir demnächst so machen werden. Und ich hoffe, ich kann die auch noch ein bisschen erweitern. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr haben wollt. Grundkonzept ist, wir wollten ein Lobby-Plugin machen. Dementsprechend werden wir auch in den nächsten Folgen jetzt anfangen, die ersten Lobby-Items einzufügen und ein Spawn-Command zu schreiben und so weiter. Deswegen schreibt es in die Kommentare, kommt auf unseren Discord. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.